Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich nehme jetzt gerade diesen Start zum zweiten Mal auf, da mir gerade das Aufnahmeprogramm die Aufnahme zerschossen hat. Ihr habt aber allerdings nichts Wichtiges verpasst. Das Einzige, was ich verpasst habe, war, dass ich ein bisschen weitergegangen bin und einen Schrein gemacht habe. Also so ungefähr 5 Minuten habt ihr verpasst, mehr nicht. Dann habe ich diesen Typen hier angesprochen und dann ist mir die Aufnahme zerschossen. Das ist mir die Aufnahme zerschossen. Dann machen wir gleich direkt hier weiter. Wo kommst du denn her? Dich habe ich noch nie gesehen. Wer bist du? Ich bin Link. Bin gerade aufgewacht von einem Schlaf, der über 100 Jahre gedauert hat. Und ich glaube jetzt einfach mal an der Geistererscheinung, die mir gesagt hat, ich soll zu einer alten Frau in ein komisches Dorf gehen, wo ich keine Ahnung habe, wo es ist. Kannst du mir helfen? Naja, ist im Grunde ja auch egal. Endlich ist jemand da. Ich habe es satt, mich nur mit mir selbst zu unterhalten. Ich weiß auch schon ein Thema zum Quatschen. Hast du die Gebilde gesehen, die aus dem Boden gekommen sind? Und ich spreche nicht von Pilzen oder so. Ich meine die Türme. Ja, war ich. Anscheinend sind sie im ganzen Land aufgetaucht. Woher willst du das bitte wissen? Gut, man sieht ein paar Türme, aber das kann doch nicht im ganzen Land so sein. Muss nicht heißen. Aber ist ja noch nicht alles. Ganz plötzlich fangen auch all diese verlassenen Schreine zu leuchten an. Du weißt, was das bedeutet, oder? Das Ende der Welt. Aber trotz dieses Trubels habe ich eine Sache weiter im Auge. Damit mir ja nicht entgeht, wenn sich da was tut. Welche Sache? Na, den Wächter natürlich. Den kennst du doch. Du kennst doch die alte Geschichte über Hyrule, oder? Das Ding dort oben, drüben, das aussieht wie ein umgedrehter Krug. Einmal hat mich einer entdeckt, der sich noch bewegen konnte, und schon steckte ich bis zum Hals in der Klemme. Das dort? Nein, ein anderer. Das war von hier aus gesehen Richtung Schloss, aber nicht noch vorm Wald. Als er mich entdeckt hat, hat er mit rotem Licht auf mich geschossen. Ich dachte schon, jetzt ist es aus. Es ist ein Wunder, dass ich den Wald entkommen und mich verstecken konnte. Wie meine Reflexe? Nein, nein, ich mache mir da keine Illusion, das war reines Glück. In der Gegend um Schloss Hyrule gibt es noch einige solche Wächter. Pass auf dich auf. Ja. Danke. Werde ich. So halb. Dann sehe ich da ein Schrein. Das dürfte ein Schrein sein. Mit einem Stall. Wenn ich es richtig sehe. Ja, und wie ihr seht, ich habe hier einen Krog markiert, den wir schon gesehen haben, aber ich wollte erst holen, wenn ich die Karte habe. Und ein Schrein, der ist. Sehe ich noch was von hier? Alter. Da, man sieht ihn. Also würde ich sagen, geh mal direkt zum Turm. Mit ein paar Umwegen, würde ich sagen. Warum steht die Musik auf einmal so? Okay, hat sich doch nichts getan. Alter, die Verheerung sieht von hier so richtig geil aus. Sieht schon richtig geil aus, finde ich. So, ist da irgendwas drunter vielleicht? Ne, ist nix. Ist nix. Nicht mal ein Tierchen oder so. Als ob die Hellebarde. Hey, komm, ich weiß, dass du rostig warst, aber du musst doch nicht gleich direkt zerspringen. Mein Boxschild ist auch fast im Arsch. Geh doch drauf. Jetzt ja, danke. Alter, habe ich mir gerade echt ein Viertelherz dafür abgezogen. Nur weil ich den Schild kaputt gemacht habe. Alter, nee. Dann geh mal weiter. Richtung Turm. Ah, hier ist ein Gegnerlager. Du dem. Alter, komm, echt jetzt. Ist es zu hoch, zu niedrig? So, jetzt ist er down. Moment, ich kann mir. Kann ich das? Das dürfte funktionieren, oder wenn ich mir die Dinge hier nehme.
Schau, dass ich vielleicht einen guten Abstand habe und es auf sie drauf fallen lasse. Ja, es hat tatsächlich geholfen. Und wie kann bitte eine dieser deine Moblin nicht mitbekommen haben, dass der Bockblin, dass der andere gestorben ist gerade? Alter, wie tief schläft denn der? Der kriegt nicht mal mit, dass ich seinen Kumpel ins Wasser geschossen habe. Und down. Oder auch nicht. Oh, Alter. Aber dann einfach nicht mitgekriegt, dass ich seinen Kumpel getötet habe. Gut. Ja. Dann nehmen wir uns euer wunderschönes Grillfleisch und verpieseln uns direkt wieder, würde ich sagen. Nehmen die Kiste noch mit. Ist es hoch genug? Na, anscheinend funktioniert es nicht so ganz, wie ich dachte. Komm schon. Hier hat es natürlich funktioniert. Röstbarsch. Geröstet schmeckt er weniger frisch. Achso. Geröstet schmeckt er weniger fischig und füllt obenrein mehr Herzen auf als im rohen Zustand, wenn das nichts ist. Grüner Rubin. Ein einziger Rubin. Sein grünes Glitzern bringt ein Lächeln auf dein Gesicht. Ja, ist mein erster Rubin, den ich jetzt gefunden habe. Natürlich freue ich mich. Unser erstes Geld. So. Röstkrabbe. Eine Krabbe, die im Ganzen in ihrem Panzer gegart wurde. Das aromatische, zarte Fleisch macht dieses Gericht zu einer Köstlichkeit. Selbst der Panzer riecht schmeckhaft. Ja, dann sind halt noch den ganzen anderen Loot. Hier dürften irgendwo Pfeile sein. Genau. Hier ist auch ein Pfeil. Ja, den Loot von dem anderen Bockblin ist dem Fluss entlang. So, und runter mit dir. Jetzt funktioniert es auf einmal. Blauer Rubin, 5 Rubine wert. Sein blaues Funkeln lässt dein Herz freudig pochen. Die Bockkeule zerbricht gleich. Okay. Dann zerbricht sie ja halt gleich. Und ich glaube, rüberschwimmen ist keine Option, da ist die Strömung zu stark im Moment. Machen wir mit Cryo-Modul. Dann geht's einfacher und wir verschwenden nicht so viel Ausdauer. So. Da ist ein Krogsicht da oben, glaube ich. Weil es gibt ja viele Krog-Rätsel, die habe ich alle nicht mehr im Kopf. Das letzte Mal, als ich das Spiel angefasst habe, war keine Ahnung. Vor 4 Jahren? 3 Jahren? So. Dann sind wir jetzt hier. Wir haben es 5. Wir haben es 3 Uhr morgens. 4 Uhr morgens. Könnt ihr mal wieder in den Boden gehen? Und es ist tatsächlich an der scheiß Fledermaus zerbrochen. Mal gucken, wie der Wurfspeer so funktioniert. Und Wolf. Warte, was? Das ist nur ein Einzeltreffer. Ich dachte, der Wurfspeer durchstößt sie. Na, dann halt nicht, würde ich sagen. Triffst du mit einer geworfenen Waffe einen Gegner, erleidet dieser den doppelten Schaden. Das weiß ich doch schon. Musst du nicht so oft anzeigen, liebes Game. Hier ist ein Holzpfeil. Wie kam der denn daher? Aber ich beschwere mich mal nicht. So, dann gehen wir mal zum Turm und holen uns die Karte. Komm schon. Schneller. Korkfächer, na danke. Ich habe tatsächlich Platz dafür. Oh, guter Schuss. Das ist einem gleich gut.
So wie dieser. Unerwartet fast alle ausgerottet. Wo ist denn der jetzt? Der Überlebende. Da hat doch einer überlebt. Hä? Bin doch nicht blöd. Da hat doch einer überlebt. Wo ist der hin? Gott. Ist er rausgerannt? Habe ich das nicht gesehen? Doch, doch, oder? Der kann auch nicht rausgerannt sein. Nee. Und wenn, dann ist er wahrscheinlich rausgeglitscht. Und was bringt das, wenn er rausgeglitscht ist? Nix. Der ist dann direkt ins Wasser reingefallen. Also wenn er jetzt rausgeglitscht ist. Ah, jetzt esse ich mal lieber was, bevor ich hier wirklich wieder drauf gehe. Weil das ist, habe ich vergessen zu erzählen, in meiner vorigen Aufnahme, die jetzt leider nicht mehr da ist. Du, da habe ich mal gemeint, ist ganz gut, einfach mal auf Angriff zu gehen. Ja, war eben nicht. Bin zweimal gestorben. Reise zwei hinter, mach mal die Kisten kaputt. Ah, es hört doch auf zu schießen. Das war kein Kopfschuss, willst du mich verarschen? So, jetzt. Natürlich, der ist natürlich ein Kopfschuss, der letzte. Aber der Rest nicht, oder? Das ist da ein Holzpfeil. Das ist auch ein Holzpfeil. Dann holen wir uns mal das wunderschön gegrillte Wild. Und dann gehen wir zum Turm. Turm der Zwillingsberge. So, dann füllen wir mal alles auf. Okay. Zweimal springen geht und dann klettern den Rest. Ist meine Ausdauer echt zu wenig? Anscheinend schon, würde ich sagen. Ja, jetzt bin ich auch gleich oben. Komm. Und hopp. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und hopp. Und oben sind wir. Sehe ich einen einzelnen Baum? Erkenne ich von hier oben was? Schreine oder so? Ich sehe von hier einen anderen Turm. Ich sehe so einen Schrein. Das ist ein Stall. Habe ich den hinten mal schon blockiert? Nee, habe ich nicht. Dann ist da ein Stall. Den Turm könnte ich eigentlich auch markieren. Und et voilà. Welchen Turm habe ich denn gerade gesehen? Ah, den hier hinten. Okay. Ja. Und jetzt holen wir uns mal die Karte, dann können wir uns das besser anschauen, das Gebiet. Shika-Stern erkannt. Shika-Turm wird aktiviert. So, damit haben wir ein neues Gebiet aufgedeckt. Datenübertragung beginnt. Und damit haben wir, wie heißt denn das Gebiet? Hat es einen Namen? Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Zusammen mit den Kartendaten wurde eine neue Funktion übertragen. Shika-Sensor. Schreine suchen. Wenn du dich Schreinen näherst, die du noch nicht besucht hast, schlägt der Sensor aus. Geh in die Richtung, in der die Ausschläge am stärksten sind.
Du hast den Chica-Sensor erhalten. Drücke auf den Kartenbildschirm, um ihn ein- oder auszuschalten. Danke. Der Chica-Sensor wurde aktiviert. Neben der Minikarte ist jetzt ein Sensorsymbol zu sehen. Du kannst Schreine finden, indem du in die Richtung gehst, in der es am stärksten ausschlägt. Schrein in der Nähe. Ich weiß schon, glaube ich, in die Richtung. Huiuiui. Waren wir ganz schön weit oben hier. So, auf welche Seite bleiben wir? Ich glaube, wir bleiben gleich hier. Und bleiben gleich oben, würde ich sagen. Dann können wir ein paar Erze farmen. Mit unserem wunderschönen Hammer, den wir noch haben. Steinsalz. Diese Kristalle sind Überreste eines längst verschwundenen Ozeans. Universalgewürz, das in vielen Gerichten gehört. Pur ist er allerdings ungenießbar. Du, es kommt auf die richtige Menge an. Ah, jetzt habe ich den Feuerstein verpasst. Ja, egal. Spurtling. Steinsalz, Bärenstein. Achso, im Moment ist nichts ganz nichts Besonderes in den Steinen drin. Und der Chico-Sensor gibt auch gerade alle Taschen. Ja, hier ist er doch. Der Schrein. Der Ri-Dahi-Schrein. Untersuchen. Rein geht's in den Schrein, würde ich sagen. Magnetmodul. Nächsten Tipp. Bodenloses Moor, das hatten wir auch schon. Oh mein. Was ist das für ein Schrein? Im Takt. Ah. Ja. Was soll ich machen? Wie kann man die eigentlich verkacken, die Kugel? Kann man die überhaupt verkacken? Das ist tatsächlich jetzt eine legitime Frage. Kann man die Kugel hier verkacken? Ja, hier ist natürlich im Zack gefragt. Da muss man natürlich richtig sein. Mit richtig Kraft. Mit genug Kraft meine ich. So, dann sind wir jetzt hier oben. Ah, jetzt hier ist ja... Ah, das war natürlich Fehler, weil ich zu früh runter bin. Und... Oh. Boah! So ganz knapp haben wir es geschafft. Ganz knapp. Dann... Falsches Modul ausgewählt. Weil wir haben ja das wunderschöne Truhe gesehen. Ist das Magnetmodul lang genug? Du, das könnte knapp werden von da oben, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, ob ich lang genug bin dafür. Mit dem Modul. Bitte sag, ich bin groß genug dafür. Aber ganz knapp, du. Ich bin... Ey, echt jetzt? Es ist ja voll beschissen. Darf ich den Schrein nochmal von vorne machen, oder wie? Nee? Oh, Alter. Da falle ich runter, weil der Boden so schnell verschwunden ist. Glaube ich, hackt's. Kletterkopftuch. Sieht zwar aus wie ein Kopftuch, aber darin verborgen... Eine uralte Technologie stärkt das Balancegefühl des Trägers und verbessert so seine Fähigkeit beim Klettern. Rüsten wir direkt aus. Hat außerdem gleich 3 Schadensreduzierung. Das heißt, wir haben jetzt eine stärkere Rüstung und etwas, was uns beim Klettern hilft. Win-win, würde ich sagen.
Dann holen wir uns das Zeichen der Bewährung. Lassen uns heilen und gehen raus aus dem Schrein. Kämpfe! Ja, hatte ich schon. Das mit dem Magnetmodul hat er gerade Kämpfe. Hat er das gesagt, was ich gemacht habe? Metallkiste nehmen und auf Gegner fallen lassen, glaube ich. Kochen. Wenn mehrere Zutaten. Ja, das ist ja easy. Das ist eigentlich kein Tipp mehr, das wissen wir ja schon. Ja, aber ich würde sagen, wir beenden jetzt hier den Part. Und wir gehen in der nächsten Folge weiter nach Kakariko. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ciao, euer Gladius.